Hallo, liebe Freunde der feinen Lebensart. Berliner Traditionsküche, brandenburgisches Wild, österreichische Schmankerl und frischer Ostseefisch mit Sanddorn. Das sind die kulinarischen Basics der heutigen Sendung. Mit anderen Worten, wir haben in den letzten Tagen in 4 Häusern 4x3 Gänge gegessen, dazu die begleitenden Weine getrunken, eine Menge Biere obendrauf und ein paar Cocktails. Also eine Kalorienorgie sondergleichen und dennoch kein Gramm zugenommen. Tja, das sollen wir erst mal einer nachmachen. Wenn Sie das nachmachen wollen, dann sollten Sie Ihre Schlemmertour auch in einem Berliner Restaurant im Stil der goldenen 20er Jahre beginnen. Und zwar in der lebendigen Restauration 1840 am Hackeschen Markt. Der Hackesche Markt in Berlins Mitte mit seinen vielen Restaurants, Bars, Cafés, Designboutiquen und Modeshops ist das Epizentrum touristischen Vergnügens und ein zentraler Platz des Berliner Nachtlebens mit Szene-Appeal. Und mittendrin und in der ersten Reihe ein Berliner Traditionsrestaurant, das zwar erst seit einem Jahr hier firmiert, aber mit seinem gastronomischen Konzept dem Berlin der goldenen 20er Jahre huldigt. Die Restauration 1840. Also machte sich der Berichterstatter auf den Weg, um mal wieder der Nostalgie zu frönen, aber auch, und das sei frank und frei eingestanden, um mal wieder das tiefsitzende Verlangen nach deftiger Berliner Küche zu befriedigen. Und diese Befriedigung wollte er mit einer jungen Dame teilen. Die Begrüßung war herzlich, zunächst von einer freundlichen Besucherin, die glaubte, den Hauptdarsteller einer Vorabendserie erkannt zu haben. Sorry, Irrtum, aber er kann ja noch kommen. Die ungewöhnliche Lage in einem Stadtbahnbogen und dessen typische Architektur verleihen dem Restaurant einen unverwechselbaren Charakter und urtümlichen Charme. Hohe, runde Decken, Kugellampen, blank gescheuerte Holztische, 2 lange Bartresen und insgesamt 150 Sitzplätze. Das Restaurant ist gut besucht, das Bier fließt in Strömen und die vielköpfige Servicemannschaft erledigt ihren Job im Eiltempo. Nicht viel anders geht es in der großen aufgeräumten Küche zu. Hier sind 6 bis 8 gestandene Kochpiraten am Werk. Jeder auf seinem Posten, jeder hochkonzentriert. Der Mann in Schwarz ist der Chef und selbst bei Hochbetrieb behält er die Ruhe und den Überblick. Das Restaurant ist auf große Nachfragen personell und organisatorisch bestens eingestellt. Und wenn man selber damit prahlt, Berlins beste Currywurst zu servieren, dann darf man sich auch nicht wundern, dass Großbestellungen davon die Küchenbrigade so richtig fordert. 18 Steaks mit Backkartoffeln? Kein Problem. Jedes Fleischstück wird auf den Punkt gegart und samt Beilagen ohne Temperaturverlust und ohne längere Wartezeiten an die Tische gebracht. Eine koordinatorische Meisterleistung von Küche und Service. Das Speisenangebot ist erfreulich übersichtlich und spricht für eine frische, tagesorientierte Küche. Im Vordergrund stehen natürlich Klassiker der gutbürgerlichen Berliner Küche samt zünftiger Hausmannskost und vereinzelten Abzweigen in die mediterrane Geschmackswelt. Von der ersten Arbeitsstunde schon ziemlich geschwächt, wollte sich das Kamerateam erst einmal stärken und tat dies mit einem sogenannten Hauptstadtteller mit 3 Berliner Spezialitäten, nämlich Boulette, Currywurst mit und ohne Darm, dazu hausgemachte warme Currysoße sowie Kraut- und Kartoffelsalat zum Preis von 16,90 €. Des Weiteren wurde aufgetischt ein schön angerichteter Teller mit Steak Tartar zum selber anmachen für günstige 9,80 €. Und schließlich noch ein großer, praller 1840 Rindfleischburger mit Pommes, Ketchup, Mayonnaise und Barbecue-Soße für 10,90 €. Und als man als Außenstehender glaubte, das dürfte den Männern doch wohl genügen, kam noch die Nachorder. Nämlich eine zarte Kalbsleber Berliner Art mit Butterzwiebeln, gebratenen Apfelscheiben und Stampfkartoffeln für 15,50 €. Bitteschön, wohl bekomm's. Dann aber waren wir endlich an der Reihe. Schließlich war ja diese Restaurantempfehlung Anne zu verdanken, Bachelorstudentin und ehemalige Wochenend-Barkeeperin in diesem Lokal. Und so weiß sie auch, was gut schmeckt und dass man zum zünftigen Essen auch ein zünftiges Bier trinkt. Die Kartoffelsuppe Kaiser Wilhelm ist fast schon ein Muss, zubereitet nach einem typischen Berliner Rezept mit Schinken, Speck, Sahne und Rindfleisch für 5,90 €. Und zuerst ziemlich skeptisch betrachtet, dann aber mit großem Appetit gegessen, das Berliner Zwiebelbrot mit Speck und Käse gratiniert für 6,50 €. Im Hintergrund auf einer kleinen Bühne erklang dann Musik.
Denn an jedem Freitag und Samstagabend verwandelt sich die Restauration 1840 zur Primetime in ein kleines Konzerthaus, in dem verschiedene lokale und internationale Bands ihr Bestes geben, um die Gäste mit Hits oder Stimmungsmusik zu unterhalten. 100% live, 100% professionell. Am Abend unseres Besuchs spielten die Berliner Saiten, flotten Swing der 20er bis 40er Jahre, Songs von Benny Goodman bis Django Reinhardt. Die Berliner Saiten, ein virtuoses Swingtett unter der Leitung von Rudi Leipold, sollte man sich merken. Tja, und nach so einem kleinen Kartoffelsüppchen, einem Zwiebelbrötchen und zwei Bierchen bekommt man dann erst so richtig Appetit. Und die beiden Hauptspeisen waren dann auch genau das Richtige, um nicht gänzlich vom Fleisch zu fallen. Für Anne ein formidables Wiener Kalbschnitzel mit badischem Kartoffelsalat und Preiselbeeren für formidable 19,90 Euro. Naja, Qualität hat eben ihren Preis und auch völlig zu Recht. Gleiches gilt auch für die knusprig gegrillte Spanferkelhaxe mit Sauerkraut, Kartoffelstampf und Bratensaft. Der Preis faire 16,90 Euro. Schlachtermesser und Riesengabel sind Zierade, aber durchaus auch hilfreich beim Entbeinen. Und wenn man glaubt, so eine ganze Haxe schafft man nicht, dann wundert man sich nach 20 Minuten, dass man es doch geschafft hat. Anderen erging es ebenso. Es scheint Ihnen geschmeckt zu haben. Super. Wenn wir in Berlin sind, muss ich immer sowas Deftiges essen. Schweinekrustenbraten oder Eisbein oder Schweinehaxe. Wir gehen gern so alte Restaurants, also ein bisschen von früher, das Flair ist. Und was gefällt Ihnen hier? Tja, alles eigentlich. Publikum ist eigentlich noch sehr nett, muss ich sagen. Der Chef war sehr nett, der hat uns sehr nett empfangen. Und dann eben, weil es sehr schön großzügig ist und weil es alt ist von Berlin. Man hat ja sehr wenig Altes. Vor allen Dingen, ich esse gerne, das sieht man ja, und würde ganz gerne mal essen mit Ihnen, weil Sie ein Gourmet sind. Sie möchten mal meine Tischdame sein? Ja, ja, ja. Weil Sie ein Gourmet sind und ich auch. Hat mich sehr gefreut, Hannelore. Nein, Ursula. Ursula, danke. Zum Schluss hatten wir noch die Wahl zwischen Berliner Bärengrütze mit Vanilleeis und Pistazienkrokant bzw. klassischem warmen Apfelstrudel oder ein paar leckeren Drinks. Nun, wir nahmen alles. Zuerst die Süßspeisen und danach die bunten Cocktails. Und die Berliner Saiten spielten Sweet Georgia Brown. Ja, hat Spaß gemacht in diesem atmosphärischen Lokal. Und wenn Anne nicht Zeit hat, dann wird beim nächsten Mal die liebe Ursula die Tischdame sein. Hier im Restaurant mit Flair und Tradition der Restauration 1840 am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte. Die Restauration 1840 bietet natürlich auch den passenden Rahmen für Ihre private Feier oder für größere geschäftliche Events. Stichwort Weihnachtsfeiern mit Gänsebraten und so weiter. Platz ist jedenfalls genug da. So, es folgen nun ein paar kurze, aber nicht minder interessante Gastro-Tipps und darunter auch eine Empfehlung für einen preiswerten spätherbstlichen Kurzurlaub im schönen Harz. Im landschaftlich schönsten Teil des wildromantischen Selketals und vis-à-vis vom Bahnhof der 125 Jahre alten Harzer Schmalspurbahn liegt das historische Vier-Sterne-Hotel Habichtstein in Alexisbad. Ein stilvolles Wellness- und Wanderhotel. Hier trifft sich Tradition mit Moderne. Großzügige Komfortzimmer, eine hervorragende Harzer Regionalküche und ein 1500 Quadratmeter großes Badehaus auf zwei Etagen mit Pool- und Saunalandschaft versprechen erholsame Tage im schönen Harz. Mit zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück und einem Viergang Candlelight-Dinner, freier Nutzung des großen Wellnessbereichs sowie einmal Kaffee und hausgebackenen Kuchen mit Blick auf die historische Selketalbahn. Das alles zum Preis von nur 279 Euro. Harzer Natur, Wellness und harzhafte Genüsse im Hotel Habichtstein in Alexisbad.
Tauro, das große spanische Grillrestaurant auf dem Pfefferberg. Allerbeste Steaks und anspruchsvolle mediterrane Küche in einem einzigartigen Ambiente. Mit zwei Restaurants, Kaminzimmer, Delikatessengeschäft und Cocktailbar. Und jetzt ganz neu, Jazz Brunch mit André Hermlin und Band. Hausgemachte und verstärkte Swingmusik aus Berlin, selbst in New York umjubelt. Jeden Sonntag ab 11 Uhr in Tauro. Großer Jazz Brunch auf 3 Etagen und der Sommerterrasse. All you can eat in Top-Qualität mit erstklassiger Live-Musik. Reservieren Sie rechtzeitig im Tauro, dem spanischen Erlebnisrestaurant auf dem Pfefferberg, Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Tauro muss man gesehen haben. Bar Atelier, seit nunmehr 18 Jahren beliebter Treffpunkt am Kurfürstendamm für Nachtschwärme und kultivierte Menschen um die 50. In gepflegter und legerer Atmosphäre wird getrunken, geflirtet, gelacht und getanzt. Hier lernt man sich kennen und findet neue Freunde. Und es darf geraucht werden. Und sie ist die von allen verehrte Gastgeberin und Königin der Bar, Helga, seit 50 Jahren am Boulevard. Und Mucki ist ihr Königsgemahl, gut gelaunter Stimmungsmacher und spendabler Barchef. In diese hübsche kleine Nachtbar können auch Frauen ganz selbstverständlich und ohne beklemmendes Gefühl allein hingehen. Bar Atelier, kultiviertes Amüsement für Erwachsene in familiärer Atmosphäre. Kurfürstendamm, 110 Ecke Katharinenstraße, ganz nah am S-Bahnhof Halensee. Täglich von 5 bis 5. Man hatte auf eine pünktliche Eröffnung des neuen Airports in Schönefeld gesetzt, bauliche Investitionen im achtstelligen Bereich getätigt und das gastronomische Niveau auf einen anspruchsvollen internationalen Standard gehoben. Die Segnungen des BBI lassen zwar noch ein Jahr auf sich warten, aber der normale Restaurantgast darf sich heute schon über eine sehr gute Küche freuen. Und zwar im Sky Restaurant des Holiday Inn Berlin Airport Hotels in Schönefeld. Das Holiday Inn Berlin Airport in Schönefeld und in exponierter Lage nahe dem zukünftigen BBI ist ein modernes 550-Betten-Business-Hotel, dessen Kerngeschäft das der Tagungen und Konferenzen ist. Aber auch dem durchreisenden Flugpassagier vor oder nach seinem Stopover in Berlin ein komfortables Quartier zu bieten. Ungewöhnlich für ein Haus dieser Couleur ist der hohe Anspruch und die besondere Qualität, die der gastronomische Bereich an den Tag legt. Denn dem Schönefelder Holiday Inn eilt der Ruf voraus, dass man hier am Abend sehr gut dinieren und an jedem Sonntag hervorragend brunchen kann. Beides für uns Grund genug, das Ganze einmal einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. Ort der kulinarischen Handlung ist das Hotelrestaurant Sky, das aber nicht, wie der Name vielleicht vermuten lässt, auf der obersten Hoteletage untergebracht ist, mit weitem Blick auf den neuen Airport, sondern zu ebener Erde, somit aber bequem von der Hotellobby sowie auch über die Terrasse betreten werden kann. Vom Restaurant blickt man auf einen kleinen Abenteuerspielplatz für Kinder, die hier schon mal spielerisch fliegen lernen und sich auf ihren Berufswunsch Pilot vorbereiten können. Und die Eltern haben alles gut im Blick, falls es mal zu kleinen Abstürzen kommt. Wiewohl das Sky ein modernes à la carte Restaurant für Hotelgäste, aber auch für externe Besucher ist, werden Tagungsgäste oder private Festgesellschaften mit einem umfangreichen Buffetangebot zur Selbstbedienung angehalten. Küchenchef Meinrad Günther steht dann in der offenen Showküche, dirigiert die tüchtige Küchencrew, hält Kontakt zu seinen Gästen und kümmert sich um die Zubereitung verschiedener Menüs, von denen 2x3 Gänge sodann für den Hoteldirektor und den Berufsesser vom Fernsehen bestimmt sein sollten. Beginnend mit einem Carpaccio vom Elberind sowie gebratenen Saiblingsfilets mit Zupfsalat und Zitronengelee. Schon mal ein sehr guter und vielversprechender Anfang. Hoteldirektor Thomas Tarnock ist Österreicher, leitet das Holiday Inn Airport Hotel seit der Eröffnung im Jahr 1998 und hat wesentlich an der großen und vor 2 Jahren abgeschlossenen baulichen Erweiterung zu einem anspruchsvollen Konferenzhotel mitgewirkt. Und seiner Initiative ist es auch zu verdanken, dass die kulinarische Ausrichtung des Hotels die gehobenen Standards österreichischer Gastronomie erfüllt. Genau, also es ist anspruchsvoll, ehrgeizig zugleich. Wir setzen hier auf Qualität und auf eine pfiffige Dienstleistung, wo das Fachliche natürlich im Vordergrund steht, aber die Freundlichkeit bestechen muss. Am Anfang haben die Mitarbeiter nicht ganz gewusst, was sie eigentlich will. Mittlerweile wissen sie genau, wie der Hase laufen soll und
das ist schön, das ist erfreulich, da kann man doch auch dann mit Stolz zurückblicken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ja, Bestätigung ist dann natürlich die Zufriedenheit der Gäste, die natürlich auch diese Art von Gastronomie sehr, sehr schätzen. Wiewohl der Tafelspitz und das Wiener Schnitzel auf der Karte nicht fehlen dürfen, sind es aber auch Spezialitäten aus der hiesigen Region, die das Speisenangebot des Sky bereichern. Ein Steak vom Neuzeller Landschwein zum Beispiel mit Madeira-Jus und Bratkartoffeln. Oder aus der leichten Küche die in Pergament gegarte Bioforelle mit Gemüsesockel und Ebli, dieser gesunden Zartweizenart. Herzhafter und herbstlicher hingegen unsere beiden Hauptspeisen. Geschmorte Ochsenbäckchen mit Spitzkohl und Serviettenknödel. Ochsenbäckchen, ich liebe Ochsenbäckchen. Und ein glasierter Rehrücken auf Schokoladenjus mit Wirsing, Chartreuse und Kirschpolenta. Oh, ich liebe auch Rehrücken. Guten Appetit, meine Herren. Schaut hier lecker aus, ja? Ja, schaut nicht nur lecker aus, schmeckt auch lecker. Und die Preise für diese feinen Geschmackssachen sind auch lecker. Also etwa 20 Euro für eine Hauptspeise der besseren Art. Ein Brunch der besseren Art wird an jedem Sonntag angeboten. Der nennt sich Großer Familienbrunch und erfreut sich auch großer Nachfrage. Essen, so viel man will und kann, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr, mit reicher Frühstücksauswahl, diversen Salaten, Suppen und anderen Vorspeisen, sowie vielen frisch zubereiteten Hauptspeisen aus der Live-Cooking-Station. Wenn das Wetter es gestattet, dann beginnt der Brunch-Event mit einem Sektempfang auf der Dachterrasse, bevor man sich dann ins All-You-Can-Eat-Vergnügen stürzt. Der Pauschalpreis für diesen familiären Sonntagsschlemmerschmaus liegt bei 23,50 Euro. Wer übrigens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Holiday Inn gelangen möchte, kann zwar nicht direkt vor dem Hotel aussteigen, dafür aber vom Bahnhof Schönefeld oder direkt vom Airport den hoteleigenen Bus-Shuttle kostenlos in Anspruch nehmen. Und es gibt vor dem Bahnhof und am Flughafen ein eigenes Haltestellenschild. Und da steht auch genau, wann der nächste Bus kommt. Und wenn Sie den knapp verpasst haben sollten, rufen Sie einfach an. Wir holen Sie gerne auch außerhalb des Fahrplans ab. Das ist ein Wort. Danke. Sehr gerne. Zum Abschluss unserer Menüs darf natürlich nicht ein österreichischer Kaiserschmarrn fehlen, so wie er sein soll, mit Rosinen und Zwetschgenröster. Und da diese wunderbare Mehlspeise der Hausklassiker schlechthin ist, wird er auch bei Outdoor-Events aus der riesigen Gusspfanne serviert. Zum Beispiel beim Eisstockschießen, ganzjährig auf der zweibahnigen Eisstock-Arena gleich am Haus. Aber nicht auf Eis, sondern auf Asphalt, mit Flutlichtanlage und Skihüttenbad. Ein fröhlicher Wettkampf nach dem Essen mit zünftiger Stimmungsmucke, rustikalen Getränken und Kaiserschmarrn satt. Ja, Spiel und Spaß und himmlische Genüsse im Restaurant mit dem himmlischen Namen, im Holiday Inn Berlin Airport in Schönefeld. Geöffnet an allen Tagen von 18 bis 23 Uhr. Das Sky Restaurant hat an allen Werktagen ab 18 Uhr geöffnet, Sonntag schon ab 11.30 Uhr mit dem eben erwähnten großen Familienbrunch. Über alle anderen kulinarischen Highlights, gerade auch jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit mit Käsefondue und Martinsgans-Brunch, informieren Sie sich am besten im kulinarischen Kalender auf der hoteleigenen Internetseite. So, mit österreichischen Schmankerln soll es jetzt weitergehen, allerdings am anderen Ende der Stadt, dort wo der Grunewald beginnt und wo man in gemütlichen Stuben schon seit 28 Jahren österreichische Spezialitäten genießen kann. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie endlich mal kennenlernen. Die gemütlichen Tiroler Bauernstuben am Scholzplatz in Berlin-Charlottenburg. Idyllisch gelegen am Rande des Grunewalds zwischen Havel- und Olympiastadion und nicht weit von Waldbühne und Messegelände laden seit nunmehr 28 Jahren die Tiroler Bauernstuben zur kulinarischen Einkehr ein. Seit über einem Vierteljahrhundert ist diese kleine gastronomische Institution auch im Besitz der Familie Beck, der es mit viel Fleiß, Leidenschaft und Herzlichkeit gelungen ist, ihre Bauernstuben zu einem der gemütlichsten Ausflugslokale Berlins zu machen. Das Speisenangebot reicht vom preiswerten Mittagstisch bis hin zu einer schmackhaften à la carte Küche mit typisch österreichischen Spezialitäten. Unter den austrophilen Genussmenschen findet sich auch immer mal wieder ein prominenter Zeitgenosse, der die Qualität der gebotenen Speisen zu schätzen weiß.
Da ja bekanntlich auch der Berichterstatter der guten Küche Austrias zugetan ist, freute er sich in seinem zünftigen Jankerl auf ein paar deftige Alpenschmankerl. Ein guter Start ist immer eine Leberknödel oder eine Speckknödelsuppe für günstige 5,50 Euro. Genauso gut und kräftig, wie man sie noch vom letzten Skiurlaub in Österreich in Erinnerung hat. Also Augen zu und beim Genuss in Urlaubserinnerungen schwelgen. Danach bekam der Skiurlauber natürlich erst so richtig Appetit auf eine typisch österreichische Hauptspeise. Und die süße Elke war dann auch schnell damit zur Stelle. Ein prima Kalbstafelspitz. So wie man sich dieses zarte gekochte Rindfleisch eben wünscht. Mit Wurzelgemüse, Krähen und Meerrettichsoße. Ausgezeichnet. Und der Preis von 17,50 Euro ist völlig in Ordnung. Der Mann in der Küche, der schon seit vielen Jahren in den Bauernstuben diese guten Sachen zubereitet, heißt Jörg Stüwe und er macht, unterstützt von einer tüchtigen Mitköchin, seine Sache ausgesprochen gut. Die beiden Kameraleute zeigten sodann als leidenschaftliche Hobbytester einen sehr engagierten Einsatz bei der Beurteilung einer Handvoll typischer Bauernstubenklassiker. Nicht fehlen durfte dabei der kräftige Hüttengulasch mit Schwammerln, also mit Pilzen. Außerdem mit Semmelknödel und hausgemachtem Speckkrautsalat. Als dann wollte auch ein Wildschweinbraten probiert werden, ein Pfefferjus mit Blumenkohl und Kartoffelspalten. Gefolgt von einer halben Ente mit Rotkohl und Kartoffelkloß, einfach, aber gut. Und last but not least das obligatorische Kalbschnitzel, so wie ein richtiges Wiener Schnitzel eben sein muss. Mit warmem Kartoffelgurkensalat und größer als der große Teller. Bekam dann auch trotz der 19,90 Euro Bestnoten von den erfahrenen Vielessern. Da hinter den bunten Fischen sieht man ja noch ihre zufriedenen Gesichter. Grillen auf dem heißen Stein ist auch eine beliebte Speisenzubereitungsart in den Stuben mit verschiedenen Fleischsorten und Beilagen. Zwar keine österreichische Spezialität, aber ein Brutzelspaß für jeden Hobbykoch. Eine besondere Delikatesse ist hierbei ein zartes Hüftsteak vom edlen Wagyu-Rind. Im Regelfall, unerschwinglich teuer, wird dieses fein marmorierte Fleisch in 200 Gramm Portionen für nur 19,90 Euro angeboten, inklusive zweier Steaksoßen. Beilagen wie Salat, Brat- oder Backkartoffeln werden extra berechnet. Die gemütlichen Bauernstuben empfehlen sich natürlich auch als eine ideale Lokalität für kleine oder größere Zusammenkünfte in separaten Räumen. Für Hochzeiten und Jubiläen zum Beispiel oder für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit einer ansprechenden Auswahl an festlichen Menüs. Und jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr großer Brunch mit vielen deutschen und österreichischen Spezialitäten für günstige 14,50 Euro pro Person. Allerdings fällt dieser Brunch in den Monaten November und Dezember zugunsten der vielgefragten Weihnachtsfeiern aus. Zum Schluss ließen wir es noch einmal so richtig krachen. Okay, der Chronist ließ es krachen und verlor sich ganz allein im Kalorienrausch mit drei typischen Nachspeisen. Einem dicken, mit Pflaumenmus gefüllten Povidel-Germknödel sowie drei fluffigen Marillenknödeln und einem perfekten Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster. Zum Reinlegen gut. 10 Euro kostet das Reinlegen in eine große Portion. Und Herr Beck, der freundliche Gastgeber, erläuterte die süßen Unterschiede und versicherte, dass sowohl die Desserts als auch alles andere, was uns aufgetischt wurde, absolut frisch und hausgemacht ist. Gut zu wissen, aber man schmeckt's ja auch. Unser Fazit, hier lässt es sich gepflegt speisen und gemütlich feiern, und zwar zu jeder Jahreszeit. Hier in den urigen Tiroler Bauernstuben am Scholzplatz in Berlin-Charlottenburg. Täglich geöffnet ab 11.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen schon ab 10 Uhr. Parkplätze gibt es ausreichend viele direkt vor der Tür. So, und gleich nach dem nun folgenden Werbeblock mit schönen Tipps fürs Wochenende folgt ein Ausflug nach Usedom und dort in ein Wellnesshotel der Extraklasse. Es ist, das darf ich jetzt schon verraten, das Ahlbeck in Ahlbeck. Wird Ihnen bestimmt gefallen. Raymond, das sympathische Fischrestaurant mit großer Uferterrasse am Spandauer See. Anspruchsvolle und preiswerte Fischküche in gemütlichem Ambiente. Und das sind die kulinarischen Highlights im November. 9. November, großes Seafood-Barbecue mit Räucherfischstand und gegrillten Meeresfrüchten für pauschale 19,90 Euro.
Am 23. November Miesmuscheln satt für 16,90 Euro. Und am 11. November Martins Gansessen für 26,90 Euro. Und jeden Sonntag Raymonds legendärer Sonntagsbrunch für 19,90 Euro in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Reservieren Sie rechtzeitig im Raymond, dem Fischrestaurant am Spandauer See, Frieda-Arnheim-Promenade 7. Täglich von 12 bis 24 Uhr, Sonntag schon ab 9.30 Uhr. Der Strand ist endlos und leer, der Himmel weit und hoch und die See nun etwas rauer. Für Individualisten und robuste Naturen ist der Herbst wohl die schönste Jahreszeit an der Ostsee. Und die klare, keimfreie Seeluft tut ihr Übriges, um Seele und Körper zu schmeicheln. Willkommen auf Usedom. Im Zentrum des schönen Kaiserbads Ahlbeck, gleich in der ersten Reihe an der Strandpromenade und nur wenige Schritte vom kilometerlangen Sandstrand entfernt, liegt das 4-Sterne Superior Hotel, das Ahlbeck, ausgezeichnet mit dem TUI Holly 2009. Ein prachtvoller Hotelbau mit denkmalgeschützter historischer Fassade im Stil der Jahrhundertwende und daran angefügt ein moderner Erweiterungsbau, der einen klaren Kontrast setzt, aber Tradition und Moderne auf gelungene Weise miteinander verbindet. Das Ahlbeck verfügt über 50 Doppelzimmer und Suiten, alle anspruchsvoll in Form und Farbe, mit uneingeschränktem Seeblick und ausgestattet mit Gaskamin, Flatscreen-TV und Multimedia-Boards. Die 32 geräumigen Apartment-Suiten verfügen zudem über eine Kitchenette, zwei Bäder und zwei Schlafbereiche und sind somit nicht nur ideal für Familien, sondern auch für Freund oder Freundinnen, die gemeinsam reisen, aber getrennt schlafen möchten, jedoch im gleichen Apartment. Alle seeseitigen Zimmer und Suiten bieten natürlich einen grandiosen Blick auf die Ahlbecker Seebrücke und das Meer. Das Ahlbeck Hotel und Spa ist zudem ein zertifiziertes Wellness-Hotel, und zwar eines der wenigen auf der Insel, das zum wiederholten Mal vom Deutschen Wellnessverband mit dem Gütesiegel Premium Exzellent ausgezeichnet wurde. Den erholungssuchenden Gast erwartet eine exklusive Atmosphäre auf 1200 Quadratmetern mit 20 Meter langem Schwimmbad, mit Whirlpool, diversen Saunen, Ruheräumen, Fitness- und Beauty-Center. Hier wird Wellness à la carte offeriert mit speziellen Bädern, Massagen und Körperanwendungen. Zweisamkeit wird im Private Spa großgeschrieben. Zum Beispiel die Duo-Lichtklangbanne mit Schall-, Farb- und Magnetfeldtherapie. Oder die Duo-Sandliege mit 38 Grad warmem Sand und wohltuender UV-Strahlung. Und was wie Totenruhe anmutet, weckt in Wirklichkeit die Lebensgeister. Die Duo-Softpack-Liegen mit revitalisierendem Hautpeeling und entschlackender Körperpackung. Wohltuend und regenerierend für die gestresste Haut auch das Kleopatra-Bad mit naturbelassener Stutenmilch von einem mecklenburgischen Biohof. Ein Naturheilmittel mit großer Wirkung wird auch mit Sanddorn Honig als gesunder Trinkcocktail offeriert. Apropos Trinken. Die Anwendung mit der angenehmsten Wirkung gab es dann für den Ars Vivendi Genussmensch. Ein zellaktivierendes Bierbad. Denn als Teil dieser stimmungsaufhellenden Therapie wird eine Flasche edlen Jeanlin Biers gereicht. Der Berichterstatter brachte es locker auf drei Bäder hintereinander. Nicht zum Aufwachen, sondern zum Relaxen, die Klangschalentherapie. Eine ganz neue Form der Körperwahrnehmung, auch als Gruppenerfahrung. Sanfte Schwingungen bewirken eine angenehme Zellmassage, aktivieren die Selbstheilungskräfte und bringen dem Körper Ruhe und Entspannung. Wer aber statt gemütlich rumzuliegen lieber aktive Indoor-Bewegung bevorzugt, der kann sich im Fitnessstudio kräftigen oder an der täglichen Wassergymnastik beteiligen. Gut für Muskeln, Gelenke und Kondition. Um die verlorenen Kalorien muss man nicht trauern, denn die lassen sich schnell wieder auffüllen. Zumal das kulinarische Angebot sehr vielfältig und verlockend ist. Zum Beispiel ein herzhaftes Barbecue bei schönem Wetter auf der Hotelterrasse. Frischer Fisch und saftige Steaks, Backkartoffeln und Maiskolben werden vom Küchenchef in der Rolle des geschulten Grillmasters höchstpersönlich und mit verspielter Lust auf den mit Holzscheiten angefeuerten Grill gelegt und à point gegart.
Zumal doch der Rotisseur so stolz ist auf seine neue US-amerikanische Multifunktionsgrillmaschine. Und das Ahlbeck hat noch etwas, was andere Hotels nicht haben, nämlich eine eigene Hotelbäckerei, genannt der Ahlbäcker. Nach traditioneller Backkunst und unter Verwendung ökologischer Zutaten werden gesunde und wohlschmeckende Brotkreationen gebacken, aber auch unverwechselbare Torten, Sahne und Cremeschnitten. Die Hotelgäste dürfen sich somit jeden Morgen auf frisch duftende Brote und Brötchen zum Frühstück freuen und am Nachmittag auf exquisite Kuchen zum Kaffee. Und die normalen Inselgäste können das gesamte Backsortiment täglich in einem korbgeflochtenen Verkaufsstand direkt an der Promenade kaufen. Da nimmt man sich doch gerne mal ein paar Tütchen voll mit nach Berlin. Im halbrunden Bistro-Restaurant mit seinen bodenbündigen Fenstern werden regionale à la carte Spezialitäten serviert, die vor den Augen der Gäste in einer gläsernen Showküche zubereitet werden. Chef de Cuisine ist auch hier der junge Christian Gottstein, ein kreatives Kochtalent aus Süddeutschland mit weltweiten Berufserfahrungen, das nun im Ahlbeck seine neue berufliche Heimat gefunden hat. Sein Credo lautet Qualität statt Menge. Und dazu gehört vor allem Fleisch in kontrollierter Bio-Qualität und fangfrischer Fisch aus der Ostsee. Und mit dem Credo Gesundheit, die man essen kann, werden auch eine Handvoll Speisen mit dem außergewöhnlich vitamin- und nährstoffreichen Sanddorn angeboten. Das elegante, holzgetäfelte Kaminzimmer bildet dann den stilvollen Rahmen für die etwas exquisiteren Geschmackserlebnisse. Mit feiner Tischkultur, anregenden Gesprächen und einem guten Glas Wein. Hier erfreute sich der Berichterstatter nicht nur der charmanten Gesellschaft der Hoteldirektorin, sondern auch eines feinen Fischmenüs. Das ist also die neue S-Klasse im Ahlbeck. Soll heißen, hervorragendes Essen in noblem Ambiente, dazu exzellentes Wellness und hoher Wohnkomfort. Da überrascht es nicht, dass das Ahlbeck Jahr für Jahr mit Auszeichnungen belohnt wird. Darunter auch der in der Hotellerie so begehrte TUI Holly. Wir gehören zu den 100 besten Hotels weltweit mit Eigenanreise. TUI vergibt diese Awards jedes Jahr neu. Und das war eine riesengroße Auszeichnung, die dieses junge Haus, dieses junge Personal bekommen hat, weil das ist eine Auszeichnung, die die Gäste verleihen, die man nicht beantragen kann, die man nicht irgendwo bezahlen kann, sondern die muss man sich, die bekommt man verliehen von den Gästen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Na klar, aber Sanddornrisotto mit gebratenem Haftzander ist auch etwas sehr Schönes und nur ein Beispiel für die kreative und gesunde Küche. Eine sehr gesunde Küche. Wir beide haben uns den Fisch verschrieben. Dieser Fisch kommt von der Ostsee, der ist von vor der Haustür. Und etwas Frischeres als den Fisch kann es hier bei uns nicht geben. Ja? Guten Appetit. Danke. Das Besondere mit allen Sinnen genießen. Und vielleicht dabei schon Pläne schmieden für den nächsten Tag. Am Meer, am Strand, mit langen Spaziergängen in keimfreier Seeluft. Und danach wohlige Wellnesswärme im Hotelspa. Ja, es gibt manchmal Augenblicke, da spürt man, dass man einen Ort gefunden hat, ohne ihn gesucht zu haben. Das Ahlbeck, Hotel und Spa im Seebad Ahlbeck auf Usedom. So, und nun habe ich für Sie natürlich ein sehr attraktives Übernachtungsangebot für einen winterlichen Kurzurlaub im schönen Ahlbeck. Und zwar, gut aufgepasst, es erwarten Sie 3 Übernachtungen inklusive Frühstück und eines Begrüßungsmenüs am Anreiseabend, gefolgt von einem 3-Gang-Vitalmenü am zweiten Abend, dazu freie Nutzung des großen Wellnessbereichs mit einer wohltuenden Aromaöl-Rückenmassage sowie einmal entspannen auf der warmen Sandliege und schließlich noch eine geführte Fahrradtour mit vielen Inselgeheimtipps. So, und das alles schon ab 279 Euro pro Person im Doppelzimmer. Wie gesagt, 3 Übernachtungen mit diesen genannten Extras. Also, das ist ausgesprochen günstig. Ideal also für eine schöne kleine Auszeit vom Großstadtalltag mit 1A Wellness und Spitzenküche. Also, was wollen Sie denn noch? Ach so, buchen, na natürlich, hier über diese Kontaktdaten. So, das war's für heute. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zu einer neuen Sendung am 15. November. Verlieren Sie bis dahin nicht Ihre Neugier und nicht Ihre Geduld und schon gar nicht Ihren guten Geschmack. Ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Mal natürlich mit H geschrieben. Tschüss.
Musik.